Küssen, doch Gott hatte keinen Partner dazu. So erschaffte diese Göttin das ganze Universum mit allen Multiversen, das es beinhalten kann. Unendliche Verwirklichung der Wirklichkeit, und so konnte Gott sich selbst küssen. Doch was Gott vergessen hatte, dass noch viel mehr möglich war, als sich zu küssen. Gott konnte sich nun lieben, aber auch hassen. Gott konnte sich nach sich sehnen und sich selbst verpassen. Gott war nur ein Wort an keinem Ort, den niemand besuchen konnte. Ich weiß nicht, ob nicht schon alles passiert ist, ob nicht schon alles unendlich hier ist und ich nur verwirrt bin, weil ich mich selbst erlebe als ein durch die Zeit reisendes Gefährt. Weil ich den Mechanismus habe, eine chronologische Abfolge von Ereignissen beschreiben zu können. Doch wer weiß, ob nicht jeder Moment schon hier ist und jeder Moment ewig ist und du nur diesen Moment von Moment zu Moment erleben kannst, weil du das Absolute bist, das sich absolut erfährt, im Großen wie im Kleinen, Unendlichen wie im Endlichen. Blasphemie. Gott wollte küssen, die Göttin wollte küssen, doch sie hatte niemanden dafür. So wusste sie sich selbst verwirklichen, unendlich, damit sie sich küssen kann. Bla, bla, bla. Das ist nur ein Konzept, um dir die Welt zu erklären. Das ist nur ein kleines, klitzekleines Konzept. Es könnte auch sein, dass da unendlicher Frieden ist und immer war. Vollkommene Stille und Glückseligkeit. Völliges Nichtwissen von irgendwas anderem. Die totale Dunkelheit des Seins, wo es weder Leid noch Freude gibt. Und auf einmal, unendlich wie ein Unfall, knallt es in sich selbst hinein, knallt es voll durch, muss diese stille, friedliche verwirklicht sich diese Wirklichkeit unendlich in sich selbst, gigantisch und unerdenklich. Ist es nun ein Zufall oder aus dem Wunsch heraus, sich küssen zu wollen? Es ist ein Wunder, egal wie du es bezeichnest. Und selbst das Wort Wunder ist nur dazu da, um mich zu wundern.